Reicht mir schon. Der ist auch raus. So, neue Tipps. Die lesen wir uns mal auf jeden Fall durch. Anforderungskiste. Die Anforderungskiste fordert Gegenstände aus dem Logistiknetz an. Der Logistikroboter nimmt Gegenstände aus dem Logistiknetz, um die Anfrage zu erfüllen. Okay. Das raff ich. Ist jetzt auch nicht so schwer. Ja. Die Anbieterkiste. Die aktive Anbieterkiste versucht aktiv, seinen Inhalt an das Logistiknetz abzugeben. Wenn nicht bereits Anfragen für die Gegenstände vorliegen, werden sie eingelagert. Ja, okay. Die Pufferkiste fungiert sowohl als Anforderungskiste als auch als passive Anbieterkiste. Sie stellen Gegenstände für Bauaufträge und persönliche Logistikanfragen zur Verfügung. Sowie für Anfragekisten die Anfrage von Pufferkisten erlauben. Okay. Alles klar. Dann nehmen wir uns mal ein paar Kisten mit, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir dann ja. Weil ich will ja in die Mauer, also ich will jetzt ja... Ich weiß, wo bin ich hier? Mal reinzoomen. Ich will ja, wenn ich das jetzt hier kurz vorstellt, in die Kisten... Da ist er gelagert. Das heißt, eigentlich müsste ich hier eine Anforderungskiste machen und keine Lagerkiste. Das ist ja falsch. Das ist ja auch auf jeden Fall da zwei Anforderungskisten. Hier brauche ich das dann eigentlich auch, ne? Beziehungsweise brauche ich hier eine Pufferkiste, keine Anforderungskiste. Weil damit wird das dann zur Verfügung gestellt fürs Bauen. Die Anforderung ist dann final. Das heißt, hier brauchen wir zwei Pufferkisten und da brauchen wir Anforderungskisten. Okay. Dann sind die Lagerkisten für uns nämlich eigentlich Trash. Dann wissen wir es jetzt und können die mich ganz kurz wegpacken. Dann habe ich das schon mal gerafft. Cool. Dann ist die Anbieterkiste für mich eigentlich auch Schwachsinn. Drei Alarmsignale müssen zu viel. Oh. Da müsste man dann immer mal fixen gehen. Ja, ist ja gut, hier auf zu blinken. Die passive Anbieterkiste oder aktive? Weil ein Lager müssen wir es ja nicht. Dann reichen doch die passiven, oder? Weil die passiven Lager nicht ein. Dann brauchen wir die ja doch. Passive, Puffer und Anforderungskiste. Mein Gott, was ein Auftakt hier, ey. So, und die sind alle mit den Schaltkreisen, ne? Okay. Kriegen wir hin. So, dann brauchen wir auf jeden Fall... machen wir schon mal... Kisten? Ne? Ich würde sagen, ich gehe hier auf jeden Fall schon mal hin. Und... Nehmen wir mal, so für Signale machen wir mal die 0. Weil da möchte ich auf jeden Fall gerne die ganzen Kisten drin haben. Ne? Und hier möchte ich gerne die ganzen Kabel drin haben. Und den Strom. Oder? Wobei die Kombinatoren machen natürlich Sinn, ne? Nee, das macht keinen Sinn. Da macht Sinn, wenn wir die hier nehmen. Ja, das ist besser. Dann brauche ich jetzt eh ein paar Kupferkabel. Nehmen wir uns mal ganz kurz ein paar. Machen uns eh ein paar rote Kabel. Ich habe keine Kupferplatte, das ist gut. Dann hätte ich gerne... Zumindest
zwei Pufferkisten und zwei Anforderungskisten. Müsste passen. Genau. Und damit sollten wir eigentlich auskommen. Ja, ich glaube schon. Machen wir ganz kurz die Roboter aus. Oh lol, in alle Richtungen. Waren da vorher auch schon so viele Pfeile? Oh, hier ist ja komplett offen auch, ne? Hm. Dann machen wir mal ganz kurz hier nochmal eben eine Reparatur hin. Weil es ja kacke ist so. Machen ja vor allem mal kurz zu. Okay, warum ist der so komisch? Keine Ahnung. Hier machen wir ein paar Türme rein, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Aber wenn da schon so ein paar große ankommen, ist natürlich kritisch. Das sind auf jeden Fall Behemoths bei. Definitiv. Na gut. Gar kein Problem. So, kurz ein bisschen langsamer. Weil jetzt wird nämlich ein bisschen gedacht. Die Lagerkisten sind natürlich alle jetzt für den Arsch. Das haben wir jetzt festgestellt. Die Anforderungskisten können natürlich hier hin. Und die Pufferkisten kommen hier hin. Boah, irgendwie ist das aber auch unfassbar nervig. Holy shit. Oh, das hat ein Like. Das muss gut sein. Lecco mio. Also manche sind echt kritisch. So. Aha, guck mal an. Jetzt ist das Ganze nämlich schon besser hier. Sowas habe ich mich gewollt. Okay. Dann können, ja, dann ist das Ganze natürlich jetzt nämlich... Weil ich habe mich schon gewundert, weil das kann nicht sein, dass das Spiel das so kompliziert macht. Dann brauche ich aber auch hier kein Kabel. Das ist ja ein Quatsch. Ja, jetzt macht das natürlich auch alles viel mehr Sinn hier. Schön. Weil hier kommt natürlich... nee, bei Waffen muss ich gucken. Ich wollte gerade schon sagen. Was ist das jetzt? Hä? Wieso ist das jetzt eine Zahl? Wofür ist die? Pass, ich habe mir kurz eine Idee. Ich muss mal kurz das machen. Rein zum Testen kurz. Weil wofür das jetzt ist, sind das jetzt die Stacks oder ist das jetzt einfach was anderes? Weiß ich gerade nicht. Ich bind mal das mal ganz kurz an. Weil Strom haben wir jetzt hier. Ich mach mal hier mal ganz kurz meine Roboter rein. Nein, ich mache einen Logistikroboter, ne? Hm. Stimmt, wir brauchen jetzt ja auch Logistikroboter, nicht nur die Roboter. Ha! Das ist ja schwierig jetzt. Wie machen wir das denn jetzt? Weil hier dürfen ja maximal die Roboter drin sein, die ich auch haben will. Weil hier müssen jetzt auch Logistikroboter hin. Nicht nur Bauroboter. Weil Bauroboter reparieren zwar die Sachen so, ja, aber... Wir brauchen einen Logistikroboter, um die hier zu befüllen. Oder? Wobei, die machen wir bei der Haltestelle. Macht ja gar keinen Sinn. Weil der von da wird das ja hier hingeflogen. Nee, dann brauchen wir die nicht. Hier. Dann ist alles gut. Aber trotzdem machen wir hier mal eine Anforderung von einer Artilleriegranate und das... nee, machen wir Fließbänder, sorry. Nur kurz zum Testen. Nee, jetzt ist eine andere Anzahl. Ich mache trotzdem hier... Grüne Schaltflächen im Spiel können mit E bestätigt werden. Versuche auf diese Art jetzt diesen Tipp zu bestätigen. Oh, cool. Das ist ja interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Ich will mal wissen, ob das auch wirklich so funktioniert mit der Anzahl. Okay, krass. Machen wir ganz kurz hier 400 Fließbänder rein. Ich brauche Logistikroboter. Da haben wir ja auch ein paar von liegen. Holen wir uns eben. Irgendwann haben wir bestimmt welche. Dachte ich.
Keinen einzigen? Dachte ich eigentlich. Dann bauen wir uns eben welche. Ist ja gar kein Problem. So. Ein paar Flugrobotergestelle, gar kein Problem. 50 Stück machen wir mal. Wir machen mal 300. So, warte. Kurz ein bisschen langsamer. Wenn ich jetzt hier 100 Logistikroboter reinmache, warte ganz kurz hier. Wieso geht das nicht so viel? Ich habe zu wenig rote Schallkreise. Scheißegal. Kurz durchbauen. So, reicht mir. Ach, ist jetzt interessant. Wieso fordert das denn jetzt nicht an hier? Ah, lol. Von Pufferkisten anfordern. Sorry, mein Fehler. Hundert. Okay, also es ist echt die einzelne Anzahl und nicht stacksmäßig. Ja, bei den Kanonending habe ich jetzt nur gewundert, weil da war halt 10, weißt du? Wie hoch stacken die denn, ist die Frage. Machen wir uns ein paar davon, würde ich sagen, ne? Okay. Ja, das kommt auch noch mal ganz kurz nach. Da machen wir uns ein paar kurz von. Da brauchen wir Sprengstoff. Ich mach mal 100 Stück. Also brauchen wir 800 Sprengstoff. Sollte gar kein Problem sein. Ich beginne mal ganz kurz hin, machen wir eben eine Kiste mit Zeug. Für Platz. Ach, weißt du was, so, irgendwann sieht's kurz, ist ja egal. 800 Sprengstoff. Alter, da habe ich gedacht, das gefällt mir? Wie, was habe ich denn da für einen guten Tag gehabt, Alter? Holy shit. 800 Sprengstoff haben wir. 400 mal ein explosives Kanonengeschoss. 400. Dann brauchen wir 2x400, also 800 Stahlträger und 800 Kunststoffstangen. Die Kunststoffstangen sind vielleicht ein bisschen schwieriger, weil ich die jetzt nicht habe, oder? Oder habe ich irgendwo... Doch, habe ich, klar, natürlich. Klar habe ich die Kunststoffstangen, lol. Da habe ich die schnell für. Wie viel brauche ich davon? 800, ne? Okay, 5, 6, 7, 8. 800 haben wir. Sehr schön, dann brauchen wir 800 Stahl. Haben wir. 400 machen wir schon mal. Und wie viel Sprengstoffe brauchen wir dafür? Auch 800, ne? Das ist ja praktisch. Dann nochmal Sprengstoffe. Gar kein Problem. So, haben wir. Jetzt kommen nachher die Cannon-Shells rein. Dauert natürlich jetzt alles ein bisschen. Beschleunigen wir natürlich auch ein bisschen hart. Ist vielleicht ein bisschen... So ein kleines bisschen Cheater-mäßig. Bin ich ehrlich? Aber weißt du was? Jetzt will ich es auch wissen. Außerdem, ganz ehrlich, was soll ich mit... Ich will mich da schon wieder rechtfertigen. So ein Schwachsinn. Ich mag diesen Speedmod ganz gerne, weil... Ich würde jetzt hier unnötig rumstehen und nichts tun. Das ist doch doof. Also bin ich schon ganz zufrieden, so wie ich das jetzt gerade hier habe. Also Artilleriegranaten sind sehr teuer. Das muss man dazu sagen. Das fällt einem schon auf. Okay, die brauchen auf jeden Fall echt ein Stück. T
Tja. Weißt du was, wir machen das mal ganz kurz so. Die Greifhammer brauche ich eben kurz, bitte. Machen wir nur eine. Komm, Lagerkiste geht kurz klar. Ah ne, war richtig, lol. Hoppala. Ach, jetzt brauch ich es auch nicht mehr, drauf geschissen. Jetzt sind wir fast durch. Ah, warte mal ganz kurz. Ich trinke eben was, lohnt sich gerade. Jetzt für mich muss man es auch mal richtig testen, weißt du? Jetzt will ich auch wissen, wie das funktioniert, das Zeug. Schön. Dauert noch nicht nur noch ein Stück hier. Haben wir fast geschafft. Klonk. Wir können mal ganz kurz die Robotergestelle loswerden. Ja. Da haben wir es fast. Noch ein paar. Die letzten 10. Komm schon. Okay, also Angriffe kommen mittlerweile doch sehr häufig rein, wenn wir auf dieser Geschwindigkeit spielen. Ach, lol! Die werden komplett einzeln gestort. Ja, das ist das, was ich wissen wollte. Okay, das ist natürlich hart. Das wusste ich nicht. Okay. Das ändert natürlich alles. Aber jetzt verstehe ich wenigstens, warum da nur so 10 Stück angeboten wurden. Das ist quasi eine Reihe. Macht Sinn. Holy moly. Okay, das habe ich echt nicht erwartet, dass das dann so wenig gestort wird. Ja, jetzt produzieren wir natürlich noch durch, eben. Das ist halt auch so ein nerviger Refrain. Leck mich am Arsch, Alter. Warten wir eben. Vor allem, wie lange brauchen die zum Bauen eigentlich? Weil das ist jetzt hier schon relativ langsam. 15 Sekunden. Krass, ne? Noch eine Kiste voll. Nehmen wir ganz kurz die hier mit. Ein bisschen Platz haben wir. Passt so. Hui! Da. Einmal ganz kurz speichern, das kann ja auch nicht schaden. Ein Prozessor, jetzt bräuchten wir ihn eigentlich, ne? Ah, ist egal. Ich habe übrigens noch kein Radar eingeplant, da fällt mir immer so ganz nebenbei auf. Passt aber eh nicht mittig irgendwo rein, da ist halt auch wieder scheiße. Dann halt kein Radar, aber ein Radar wäre schon schön bei der Verteidigung irgendwie. Aber es ist halt für die Symmetrie einfach ein Kotzbrocken, ne, so ein Radar. Wir könnten es natürlich hier zwischensetzen. Das geht mir auch so auf den Keks, Alter. Steht das Seasons? Was soll denn der Scheiß? Hab ich gerade schon mal gelesen. So, pass auf. Dann machen wir hier. Das ist ja Quatsch. Warte, wir machen hier natürlich jetzt Kanonen. Cannon Shells. Und 48. Weil 10, 20, 30, 40, 48, gell? Filter 48. Perfekt. So, jetzt können wir mich hier hingehen, das Ganze auch anpassen. Erstmal können wir die hier da reinpacken, als Beispiel. Und dann teilt die dann schön auf beide Seiten auf, oder was? Die sind geladen, 2 und 3. Da können natürlich mehrere reingehen, klar, natürlich. Boah, jetzt hätte ich ja schon gerne Prozessoreinheit, um einmal zu schießen, ne? Was ist echt die Reichweite von dir? Das können wir bestimmt so sehen, oder? Ich gehe mal ganz kurz runter. Ich will mal eben wissen, wie die Reichweite ist, ohne die Pollution zu sehen, so. Ach, hier sehen wir es ja.
Ja gut, ne, ist relativ weit auf jeden Fall. Also so wenig ist das nicht. Aber ich hätte mir echt das mehr vorgestellt, bin ich ehrlich. Aber man kann es ja forschen und das unendlich, also von daher easy peasy. Na, ist ja gut. Alter, die Verteilung sieht schon echt geil aus, so. Also so gefällt mir das viel besser als vorher. Ist auch mit den Fließbändern viel ordentlicher alles. Mega nice. Auch die Leuchtung ist schon sehr fetzig alles hier. Können wir auf die verzichten, theoretisch? Ja, ne? Weil die finde ich irgendwie hässlich. Ja, jetzt ist das besser, weil es so schön alles geordnet ist. Perfekt. So. Die Cannon Shells sind geladen. Boah, das will ich jetzt schon... Weißt du was, ich will jetzt mal ganz kurz zum Prozessor. Ich will einmal schießen. Einen einzigen Prozessor will ich nur haben. Vier. Ah, sechs Prozessoren ist auch nicht so schlimm. Na, warte, wenn wir sechs haben, dann nehmen wir nochmal ganz kurz den Schuss mit. Weil ich glaube, die werden verbraucht, weil sonst macht es ja keinen Sinn, oder? Oder meinst du, die verbrauchen sich nicht? So, jetzt kommt Premiere. Pass auf. Ach nee, warte mal. Ach, es gibt eine Mindestreichweite, lol. Krass, ja, ich meine, macht Sinn, aber krass. Da müssen wir ja hingehen. Pass auf, den ersten Schuss gucken wir uns hier an. Okay, wir speichern, wie gesagt, ab. Dahin. Düt, düt, düt. Er dreht sich. Und. Putz. Bom. Oh, aber Punktlandung nur. Nice. Okay. Hat er sich verbraucht? Nee, dann nicht. Jetzt vernichten wir eben ganz kurz eine Kiste. Dann verbrauchen die sich nicht. Das wusste ich nicht. Sorry, ja. Eine Fernsteuerung haben wir. Na komm, Prozessor kann auch rein. Ja, das ist erstmal die Kiste neu hin. Nice. Guter Roboter. Ja, jetzt haben wir den Schuss mal gesehen. Jetzt will ich mich mal sehen, wie das aussieht. Wenn wir so ein gegnerisches Nest angreifen. Jetzt fliegen die alle runter. Ja, sollen sie machen. Da sind doch Nester, ne? Da würde ich gerne mal hinballern jetzt. Und das stelle ich mir ziemlich cool vor. Speichern wir. Warten ganz kurz, bis der Roboter wieder da ist hier. Sind alle Roboter jetzt da? Ja. Nochmal speichern. So, und... Mensch auf dem Wurm, ne? Feuer. Oh, man sieht sogar auf der Karte den Schuss. Putz, Junge. Boah, ist das ein One-Hit gewesen? Überall Ruf. Putz, Junge. Putz, Junge. Geil. Okay, Artillerie ist ja mega fett. Okay, jetzt sind sie natürlich leer, ne? Ist klar. Hey, aber mega cool. Okay, Artillerie ist, glaube ich, absolut sick einfach nur. Hey, die haben sich sogar einen Ausgangsschirm zurückgebracht, weil sie leer sind. Alter. Mega nice, die Teile. Aber ich habe noch einen Schuss übrig. Hier, schieß mal. Putz, Junge. Alter, allein der Schuss, wie laut der ist, ne? Mega nice. Na, das Ding behalten wir mal ganz kurz, ne? Die Fernsteuerung ist schon ziemlich sicurino. Die tauschen wir auch. So. Finde ich gut, denn also 48 hier, 48 da ist perfekt, das läuft. Dann müssen wir jetzt hier gucken, weil jetzt ist natürlich das Problem. Die Roboter. Wie mache ich das?
Ich muss das nachgucken. Es tut mir leid, aber ich verstehe es nicht. Ich muss irgendwie nachgucken bei Factorio. Filter. Inserter. Multiple Filters. Weil ich möchte zwei Roboter reinpacken. More stack for... I assume the reason behind this is that inserters can only pick up one item at once. For example, inserter with maximum stack size of 5 can only pick up 5 iron or 5 copper and a mixture of both. Ja, aber er kann ja trotzdem zwei Filter haben, weiß ich mein? Set multiple filters to stacks inserter. The simple solution, was hat da stand da gerade? Using a constant combinator. Ja, aber man könnte ja auch einfach... Pass auf, da gibt's doch bestimmt... Bestimmt ein Mod zu. Sorting. Inserter. Don't need PowerPort, lol. Nee. 90 Degree Inserters. Das ist natürlich eine nette Sache, aber nee. Warum gibt es eigentlich keinen 90 Grad Inserters? Das hört man immer so auf. Lol, stimmt. Shell Inserters. Okay. Weiß ich nicht. Ist alles irrelevant. Ich werde wissen. Da gibt es nicht mehr was zu, ne? Hm. Da müssen wir uns was überlegen. Ich würde ja gerne hier... Pass auf, ich mach das mal anders. Ich frag nicht nach Filter Inserters, ich frag nach Roboport. Amount of Robots. Weil ich will ja gerne kontrollieren, wie viel ich da reinpacke. Hallo? Ich hab doch negativ gedrückt. Generally, a Roboport can charge between 50 and 70 bots per minute. Ja, das ist mir aber egal. Optimal number of logistic robots. Ja, okay, da wird jetzt wahrscheinlich hingeschrieben, voll. Ja, ich will ja keine Robo-Dings bauen. So, ich will ja, also keine Robo-Fabrik, ich will ja nur... Nicht needed. Ja, okay, jetzt ist die Frage falsch gestellt. Split logistic and building... Ach, ich weiß nicht, wie ich das fragen soll. Nee, ist ja alles kacke. Nee. Roboport, different. Robots vielleicht. Okay, pass auf, machen wir was. Gucken wir mal hier rein. Vielleicht steht da ja was. Ja. 7 Slots, 7 Dings. Robots and Repair Packs can be inserted into or out of the Roboport with an Inserter. Repair Packs inside the Roboport are available for all robots and requester chests inside the logistics zone of the Roboport. Construction robots, when provided with Repair Packs, will automatically repair blah blah. If a Roboport is full of robots, robots attempting to rest will find a different Roboport if one is available. Ja, das ist ja, alles schön gut, aber ich will ja gerne, dass da nur maximal 100 Roboports, hier, Roboter drin sind. Pass auf, dann machen wir es anders. Weil das Ding ist halt, die Logistikroboter, die könnte ich theoretischerweise selber so reinpacken. Weil die fliegen ja nicht nach oben. Dann können wir es vielleicht doch so machen, dass wir hier nur die Roboter machen und die Logistikroboter einfach selber reinstecken, 100 Stück. Weil rein in der Theorie, die Bauroboter können kaputt gehen. Na, wenn die hier hinfliegen, wollen reparieren. Alter, was ist das denn für eine scheiß Textreihe hier, Mann? Weißt du, wenn ich jetzt hier hingehe und zum Beispiel jetzt hier die Mauer reparieren möchte mit so einem Roboter und er fliegt hier hin. Und dann kommt ein Speier. Tot. Dann muss der Roboter ersetzt werden. Dafür habe ich das hier reingebaut. Weißt du? Mein Problem? Warum kann ich einfach hier einen hingehen und sagen, dass das jetzt hier Logistikroboter ist, fest, und das da ist Bauroboter? Warum kann man das denn nicht machen? Pass auf, da gibt es doch bestimmt einen Mod für. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Roboport.
Recharge Upgrade, upgraded, bla bla bla. Das interessiert mich doch alles gar nicht. Ich will nur so eine simple Änderung haben. Combat Roboports, bla 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 bla. Das hilft nicht weiter. Okay. Müsst ihr vielleicht doch einen Kombinator bauen, hä? Hilft da nichts. Dann machen wir es so, pass auf. Nee. Ich meine, eigentlich müsste es funktionieren so. Weil die Logistikroboter fliegen ja nur hier hin. Rein theoretisch dürften die nicht getroffen werden. Theoretisch. Praktisch gesehen würde ich es gerne abdecken. Aber ich will es jetzt hier nicht versauen mit irgendwelchen Geräten. Ha.